Wahrscheinlich hätte ich es mir mit dem Zwerg nicht, mit dem Schmied nicht verscherzen sollen und hätte jetzt eine bessere Rüstung. Gegen alle diese tollen, wunderbaren, hässlichen Bestien hier. Aber irgendwie habe ich die halt nicht. So, jetzt ziehe ich mich früher zurück. So, nehme ich eine Schwalbe. So, ganz kleinen Augenblick. Bin gleich wieder da. So, ein bisschen im Kreis laufen. Alle Mann hier entlang. So. Okay. Ich finde es auch toll, dass die Hexe kaputt ist. Habe ich das auch schon mal erwähnt, dass die Hexe kaputt ist? Die war zwar noch nicht tot, zu dem Zeitpunkt, als ich gespeichert habe. Ich bin gerade... Ja. Toll. Weil mich meine Nase juckt, bin ich noch dazu abgelenkt. Ein bisschen, in der falschen Mut für so einen Blödsinn hier. Und ich könnte auch mal aufhören zu brennen, wenn das ginge. Danke. Die Hexe hat mich geheilt. Die Hexe hat mich geheilt. So, jetzt aber. Meine Frage ist halt. Hallo, jetzt Geralt. Geralt, bitte, Alter. Alter. Ja! Ja! Sehr schön. Was? Alter. Ich hatte gerade beinahe volles Leben und bin plötzlich gestorben. Erklärt mir das bitte mal irgendjemand. Was soll das? Ich meine, schwer ist okay, aber warum? Was? Ja, natürlich. Ich bin gestunt. Ich kann nichts machen. Geralt. So. Wo ist die Hexe? Wo ist die Hexe? Die liegt da. Aha, interessant. So, Schwalbe nehmen. Toll. Gleich erstmal wieder 60 Schaden genommen. Whatsoever. Aber solange die Hexe nicht im Feuer liegt, kann man bitte den Kampfbereich anders abgrenzen als mit Feuer, das einen zerstört? Geht das? Ne, also wirklich nicht. Also, tut mir leid, aber das geht nicht. Wie unfair kann man sein, bitte? Ich glaube, ich habe Schwierigkeitsgrad normal, habe ich gewählt, ne? Jetzt kann ich hier eine Viertelstunde im Kreis laufen, damit mein Leben wieder regeneriert. Natürlich, warum auch nicht? Mach ich mit links. Kann man machen. Machen wir immer so. So, tschüss. Ja, in Witcher 1 ist Art wirklich nützlich. Man glaubt es kaum.
So. Jetzt bin ich wieder beinahe voll. Das heißt, jetzt kann ich sogar zwei Hits aushalten von ihm. Ja. Geralt. Hör auf, gestunt zu sein. Würdest du das bitte tun für mich? Hallo, jetzt beweg dich mal. Penis, Alter. Das ist ja unglaublich, Alter. So, habe ich jetzt das nächste Feuer? Ach so. Ja, natürlich, man muss ja auch nur mal... Ich finde es auch toll, dass der das Zeichen in eine Richtung wirkt, sich dann dreht und das dann woanders hingeht, das Zeichen. Oder auch nicht. Ach so ist das. Man muss ja auch nur mal das Spiel verstehen. Okay, ich kann kein Zeichen mehr wirken. Das ist schade. Hallo, jetzt. Lauf, jetzt lauf, Geralt, Alter. Ist das jetzt auch aus? Nö. Okay, nein. Nein, das war nicht gut. Okay, ich muss mich mal wieder stellen. Okay. Ich kann immer nur vier Schläge treffen. Mehr geht einfach nicht. Hallo, jetzt Geralt, beweg dich. Hallo, Geralt. Alter. Wie weit soll ich noch wegklicken? Okay, kann ich das letzte Feuer nicht ausmachen oder wie? So, hallo, jetzt beweg dich. Hallo. Alter. Was ist das für ein scheiß Gänsemarsch, was der die ganze Zeit da macht? So, ist das Feuer jetzt aus oder nicht? Oder schon? Oder nein? Ist es nicht? Natürlich nicht. Wieso sollte es aus sein? Es wäre doch nur nützlich. Oder es wäre genau das, was das Spiel von mir verlangen würde wahrscheinlich. Könnte ich jetzt bitte endlich auch mich wieder bewegen? Würde das gehen? Jetzt habe ich wieder 33 Damage genommen, obwohl niemand in meiner Nähe war. Alter. Alter, kann der Barkest bitte mal zurückfallen? Geht das? Die kleben alle immer mir am Hintern. Es ist... Nein. Also, es... Tut mir leid, aber das hat mit... Das hat mit Fairness nicht mehr viel zu tun, weil ich soll das Feuer ausmachen. Irgendwie drei Feuer kann ich ausmachen, aber das vierte dann nicht. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. So. Jetzt habe ich wieder 35 Bargästen hier hinter mir. Und das Feuer geht nicht aus, ne? Und ich bin anderthalb, zwei Meter weg, weit weg von diesem blöden, von dieser behinderten scheiß Feuerbarriere. Und ich kann einfach nicht anfangen zu brennen aus dieser Distanz. Es geht nicht. Alter. Das geht nicht. Und das Problem ist, ich kann auch nicht mal irgendwie irgendwas anderes machen, als hier blöde rumzuklicken und irgendeinen Scheiß irgendwie hier blöde im Kreis zu laufen. Das geht nicht. Einfach noch mal eine Schwalbe. Vielleicht ist der Effekt dann stärker. Ich weiß es nicht. So. Ich will nicht angreifen. Alter.
ehrlich. Also ich kann auch nicht schnell speichern jetzt momentan. Ich stehe jetzt momentan hier irgendwie, ich stecke jetzt fest. Hat der Typ hier eigentlich, hat er eigentlich einen Lebensbalken oder wie sieht das aus hier? Natürlich, jetzt habe ich ihn zweimal getroffen und ich bin gestunt. Warum auch nicht? Weil ich wieder 10 Minuten... Hallo, beweg dich! Beweg dich! Ne, ehrlich nicht. Also ich muss die Szene rausschneiden, das geht nicht. Das geht nicht, ich kann sowas nicht veröffentlichen. Ich will sowas nicht veröffentlichen. Alter, wenn nochmal so eine Szene ist, mach ich das Spiel ab. Ist mir scheißegal. Na klar, beschwör halt noch 25 von deinen Scheißhunden. Wenn die Kamera wenigstens mitgehen wird. Ich kann nicht mal den Schwierigkeitsgrad verstellen. Es geht einfach nicht. Ah, jetzt. Natürlich, jetzt steht auch die Zauberin wieder auf. Na klar. Was wollt ihr jetzt? Was wollt ihr jetzt? Alter. Und ich stehe einfach daneben. Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Sterbt, verfluchter Mutant. Ich habe genügend Kraft für euch beide. Odo, greift euch die Mistgabel. Ach nö, nicht eine Mistgabel. Kann ich jetzt, hallo, das Schwert, hallo? Hallo, Angriff. So. Idioten. So. Danke. Und 250 Gold haben wir auch noch. Dankeschön. Alter. Schön, dass die einfach wieder aufsteht. Nice. Würde ich auch gern können. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Ich wählte das kleinere Übel. Schade, dass ihr so denkt. Lebt wohl. Nein! 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 Danke, Geralt. Ich verdanke euch mein Leben. Ach nö. Ach nö, warte, ich wollte die Karte von der Ollen haben. Aber den Kampf mache ich nicht noch. Alter, nee, ganz bestimmt nicht. Also bei aller Liebe für das ganze Franchise und für Geralt und die Bücher und alle und rundherum und was weiß ich was. Aber, nee. Ganz ehrlich, so ein Kampf geht nicht. Du kannst so einen Kampf nicht bringen, das geht nicht. Steinhammer. Verstehst du, ein Steinhammer? Weißt du? Du kannst so einen Kampf... Ich lasse das alles hier liegen, es interessiert mich nicht. Diese beschissenen Bargäste hier, das ist unglaublich. Tut mir leid, aber das geht nicht. Weißt du, drei Feuer kannst du ausmachen, damit keine Bargäste mehr rauskommen können, aber beim vierten zickt das Spiel rum, dass man sich verbeißt an der blöden Spielmechanik, die ja angeblich drin ist, die auch drin ist, aber eben nur für drei Feuer. Das ist unglaublich. Also wirklich nicht. Nee, also dich brauche ich jetzt auch überhaupt nicht. Verschwinde. Ich habe keinen Bock mehr. Scheiß Kämpferei hier drin. Ich verstehe das nicht. Hallo. Mach weiter. Mach das Tor auf.
auf deine spezielle Hexerart und Weise und wir gehen jetzt rein. So, tschüss. Die Wachen werden sich drum kümmern. So, hier ist eh niemand mehr. Ach so, ja, sind ja keine Wachen mehr. Natürlich. Alter. So, hinten, ich gehe da jetzt nach hinten und meditiere mal. Ich kann hier, ich kann bei jedem einzelnen Feuer kann ich meditieren, aber nicht bei dem da. Hallo, jetzt. Beschissene Kameraführung, Alter. Sorry, aber ich bin einfach, ja, salty. Es ist halt so, es ist, boah. Feuerstelle. Ich gehe jetzt hin, meditiere bis Morgengrauen und dann habe ich auch keine Monster mehr im Weg. Alter. Alter, war das grauenhaft. So. Steh auf. So, Gasthauseingang. Hier die Hühner, die laufen hier auch alleine rum. Muss nicht mal jemand aus dem Stall lassen, das ist ganz in Ordnung so. So, Shani sitzt immer noch da, besäuft sich ganz alleine und wackelt mit dem Kopf. Geralt, geht es euch gut? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich bin in Ordnung. Ich erzähle euch alles auf dem Weg nach Vizima. Hier bin ich fertig. Ich ebenso. Ich hoffe, ich kehre niemals zurück. So viele schlechte Menschen. Das sind wahrlich keine angenehmen Zeiten, Geralt. Die Pest, drohende Kriege. Dennoch bin ich verblüfft. Wisst ihr, wie die Bestie entstanden ist? Nein. Sie selbst schufen sie unwissentlich durch ihre Missetaten. Kein noch so mächtiger Zauberer hätte das vermocht. Alles, was sie dafür brauchten, war Hass, Niedertracht und Gier. Klingt wie ein Märchen. In jedem Märchen steckt ein Körnchen Wahrheit. Lasst uns gehen. Vizima wartet. Ja, dann verschwinden wir. So. Erstmal nach Vizima latschen. Bestimmt das Beste, was man jetzt machen kann. Einfach diesen Ort hier hinter sich lassen, wo dieser beschissene Kampf stattgefunden hat. Wo die Leute einfach so unglaublich uncool sind. Übrigens hat Shani gerade nur versucht, Geralt nachzumachen. Sie hat nicht das Tor geöffnet mit dieser Handbewegung. Sie hat ihn einfach nur versucht, ihn zu imitieren. Aber sie wird das niemals können, weil sie keine Hexerin ist. Natürlich. Offen. Also obviously. Offensichtlich. Ja. Hier ist Jägerlebkuchen. Ist immer noch hier. Der gute alte Jägerlebkuchen. Hier brennt alles ab. Ist mir aber ehrlich gesagt scheißegal. Das soll alles verbrennen. Dann, naja. So. Shani ist bestimmt noch irgendwo hinter mir. Ja, die kommt da hinten. Da hinten kommt sie angedackelt. So. Hier sind alle tot. Schön. Wir sind alle tot. Das heißt, das ganze Dorf ist tot. Mit der Hexe haben wir auch nicht geschlafen. Naja. Weißt du, eine falsche Dialogoption schon verkackt. Also es ist... Gibt's keinen Spielraum für Fehler oder so. Naja, gut, es gibt ja auch keinen Spielraum für, naja, Kennenlernen oder sowas hier in dem Spiel. Es ist immer gleich, hey Baby, und dann erscheint plötzlich eine Karte auf dem Bildschirm, ne? So ist das hier in dem Spiel. Kommt mir zumindest so vor, irgendwie. Bisher. Naja, kann sich ja noch ändern, aber ich glaube nicht. So. Sind wir jetzt endlich da? Hier, die Zugbrücke ist unten. Das heißt, wir können möglicherweise nach Vizima rein. Hallo. Maribor-Tor. Stadtwache. Kein Durchlass. Wenn ihr einen Brief habt, geht zu Mikul. Mikul lässt Mönche und Leute mit Pässen rein. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Ach so, wir müssen natürlich beim anderen Tor rein. Na klar. So, Shani kommt da hinten irgendwo. Das finde ich sehr toll, dass die da hinten irgendwo kommt. So, natürlich, ich hab kommen gesagt. Ja. Kommt da hinten irgendwo entlang. So, was haben wir denn da? Wo ist eigentlich der Sultan hin? Der war ja auch in der Taverne. Warum hat sich der den Typen nicht gestellt? Schurke, Raufbold. Ein pensionierter Raufbold vielleicht. Hat er nicht gesagt, dass der beim anderen Tor steht?
beim letzten Mal hat er da nicht irgendwas gesagt, dass er dann beim anderen Tor steht oder morgen beim anderen Tor steht? Ich weiß es gar nicht mehr. So, da nach hinten, jetzt brauche ich länger nicht klicken. Mir war so. Naja, egal. Aber dafür ist die Musik schön. Und auch die Welt ist schön. Auch für die damalige Grafik ist es sehr schön. Immer noch schön. Also das ist definitiv. Und auch eine Kernaussage hatte das Spiel bis jetzt schon. Nämlich, seid nicht beschissen, seid lieber toll. Und freundlich und cool. Ja, das, so. Stadtwache. Wo zur Hölle ist Mikul? Es gibt kein anderes Tor mehr. Hallo? Jetzt. Ehrlich jetzt. Ach, beim Müller-Tor. Ja, wir kommen ja gleich nach Wüsimar. Shani ist natürlich richtig gelaufen. Die ist hier den Weg hierhin gar nicht mitgelaufen. Die hätte aber auch was sagen können. Und schwimmen können wir natürlich auch nicht in dem Spiel. Das ist, das wäre ja aufwendig gewesen. Nein, sorry. Okay, ich, lass es. Es ist nicht mehr amüsant, ich verstehe. Lieswurz. So. Da hinten hinklicken beim Müller-Tor. Natürlich, der Müller hat ein eigenes Tor. Das wissen wir alle. Jeder, der Müller heißt, hat heutzutage immer noch ein eigenes Tor. Aber das haben heutzutage ist halt schon so fortgeschritten, dass alle ein eigenes Tor haben. Gerade die Leute, die halt auch ein Haus haben mit einem Garten, die haben alle ein eigenes Tor. Meistens ein Garagentor, manchmal auch ein Gartentor. Und in ganz, ganz seltenen Fällen haben die dann sogar ein Eingangstor. Also so ein richtiges, fettes, riesiges Holztor. Ist aber nicht bei allen. Das haben aber viele, viele Wohnungen haben das auch. So ein richtiges, fettes Eingangskacktor, das wirklich nur mit viel Kraft aufgemacht werden kann. So, Shani steht jetzt da unten und fragt sich, wo Geralt war. Keine Sorge, Shani, wir waren nur ganz kurz kacken. Also ist gar kein Problem. Wisima liegt hinter diesem Tor. Hierher kehren wir hoffentlich niemals zurück. Das hoffe ich auch. Die Bestie ist tot. Die Salamandra sind tot. Und die Bauern auch. Ich habe einen Pass. Mikul sollte uns einlassen. Gehen wir. Juhu. Dann gehen wir halt. Aha. Oh Gott, nicht der schon wieder. Hier. Mikul, ich muss in die Stadt. Ich habe einen Pass. Ich wollte noch sagen, ich entschuldige mich, Hexer. Entschuldigt euch bei Ilsa, Mikul. Feldwebel, der Hexer ist hier, der, von dem ich euch erzählt habe. Wen haben wir denn hier, Mikul? Ist das der Mann, den wir suchen? Jawohl, Feldwebel. Das ist die dreckige Missgeburt der Hexer. Ein Gotteslästerer und Betrüger, habe ich recht? Ja, er fragte, wer in die Stadt darf. Und dann kam er mit diesem Freibrief des Ordens daher. Wenn der ein Ritter des Ordens ist, dann bin ich Prinzessin Adda. Hurensohn. Kapitel 2. Hey, lasst mich hier raus! Ich bin unschuldig! Diese 5 Pfund Fistech waren für den persönlichen Gebrauch. Hey, Wärter, verlegt mich wenigstens! Ich will nicht bei den Politischen sein! Politik weicht einem das Hirn auf! Ich bin ein anständiger Dieb! Lasst mich raus! Schnauze! Ich bin beschäftigt! Still, Jethro! Wollt ihr mich umbringen? Dieser Dieb nervt mich!
Dieb, genau. Und ich bin hier bei den Politischen. Skandalös. Hey, Schnauze! Hört auf zu kreischen. Oder ich poliere euch beim Leben meiner Mutter die Fresse. Absolut großartig. Was habt ihr denn für ein Problem, Weißling? Wollt ihr den Visima tanzen? Na kommt schon, nehmt die Fäuste hoch. Jesro, öffnet die Zelle. Diese Stimme. Angst? Weich wie Butter? Kommt schon, Weißling, zeigt, was ihr drauf habt. Zurück. Was zum... Wollt ihr kämpfen oder nicht? Professor, Bewegung. Ihr seid frei. Wat? Welch eine Ironie. Erneut kreuzen sich unsere Wege. So nah und doch so fern. Keine Angst, Hexer. Wir sehen uns wieder. Das versichere ich euch. Ihr macht einen Fehler. Dieser Mann ist ein Mörder. Ihr begreift die Grundregeln nicht, nach denen diese Welt funktioniert. Ihr seid ein genetisch veränderter Mörder, der in der modernen Gesellschaft keinen Platz hat. Aber um dieses Problem kümmern wir uns nächstes Mal. Lebt wohl. Ich kann's kaum erwarten. Tja, und damit würde ich sagen, ich drücke auf Escape, speichere das Spiel und beende die Aufnahme hiermit für heute. Ich muss erstmal wieder runterkommen. Es nützt nicht mir und es nützt nicht euch, wenn ich in dieser Stimmung hier weiterspiele. Außerdem habe ich meine 7 Folgen für diese Woche jetzt schon aufgenommen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich länger spiele heute, aber es ist schon wieder 12:30. Es ist unglaublich. Dadurch, dass ich jetzt jeden Tag früh raus muss, weil ich ja einen Hund habe, und jeden Tag früh morgens um, 6:30 oder so, immer mit dem Hund raus muss und auch Feuer machen, also eben unten im Keller, einheizen halt, ist das schon ein bisschen, so richtig so, dafür habe ich einen langen Tag. Aber das ist der Tag dann wieder so lang. Es ist unglaublich. Naja, egal. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder, würde ich sagen. Ja, dann tschüss und bis bald.